Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr das Cover eures Skizzenbuches bemalen könnt. Dazu habe ich erstmal das Cover mit Gesso grundiert und jetzt geht es los mit Acrylfarbe. Viel Spaß dabei! So, damit es nicht ewig dauert, werden wir jetzt noch ein bisschen das Tempo erhöhen. Hallo, was hier so nervig ins Bild hängt, ist leider das Benzel von meiner Kamera, da habe ich nicht aufgepasst. Tut mir sehr leid, aber daran merkt man, dass ich leider noch kein Videoprofi bin und naja, nächstes Mal hoffentlich besser.
Hallo, ich wollte heute hier euch nochmal ein paar andere Cover zeigen, die ich gemacht habe und auch ein paar Innenseiten von jetzt diesem einen Collagebuch. Es ist nämlich so, dass ich eigentlich fast alle Cover von allen Skizzenbüchern irgendwie ein bisschen verändern muss, ein bisschen zu meinem eigenen machen und eine kleine Auswahl möchte ich euch hier zeigen. Viel Spaß damit! Wenn ihr noch andere Sachen sehen wollt, zum Beispiel die Innenseiten der Skizzenbücher oder wie man eine Collage macht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und tschüss fürs Erste!